Das Sprengsignal. Ja, und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eklodum zu einem neuen Part. Deponia. Mit dem Zwergenfürst. Hey, warum arbeitet ihr nicht? Irgend so ein Witzbold hat die Magneten vom Sprengplan entfernt. Warum? Es kann sein, dass ich die Magneten habe. Also, ja. Magnetenverschieberei. Ein auf Wenzels Haus. Ein auf Tonis Laden. Warum nicht? Den dritten, hier oben hin. Kling, kling. Oha. Okay. Mal sehen, ob es geklappt hat. Ich glaube nicht so wirklich. Wir müssen ja eigentlich die drei Leute rauslocken. Bei Wenzel bringt es eher weniger, aber ja, wir müssen die drei Leute, die dort auf den Stühlen sitzen, rauslocken. Das heißt, der eine dort oben, der war schon richtig platziert. Ah, okay, er ist jetzt weg. Verstehe, dann müssen wir jetzt noch Gonzo und den, wie heißt der andere, Lobo wegkriegen. Verstehe. Ist bei Wenzel was passiert? Da würde ich gerne mal nachgucken gehen. Ist bei dem vielleicht die Wasserader kaputt gegangen durch die Sprengung? Das wäre was Interessantes, das wäre schön zu sehen. Was ist bei Wenzel los? So, alles in Ordnung noch bei dir? Hey Wenzel, was gibt es? Bis später, genau. Ja, gibt nichts bei dem wahrscheinlich. Ja, hier ist auch noch alles beim Alten. Hier gibt es nicht viel zu sehen. Badezimmer ist auch noch sauber. Tja, schade. Ihr wollt doch sein Haus in die Luft sprengen oder zumindest irgendwas unter seinem Haus erzeugen, dass er irgendwie, ja, ein paar ernstzunehmende Probleme mit dem Wasser kriegt oder so. Seine Dusche kaputt geht. Geschehe ihm recht, nachdem er mir mein Erbe geklaut hat und mich nicht ins Rathaus lässt. Dem blockiert einfach das Rathaus. So, Sprengplan. So, dann machen wir den vielleicht hier oben hin. Ja, und den dann hier hin, glaube ich, oder? Ja. Könnte klappen. Sprengsignal. Oha, das Sprengsignal. Sprengung. Achtung, Sprengung. Na. Da die drei Häuser klingeln. Ja, das scheinen die Häuser von den dreien zu sein. Jetzt wäre es mal interessant zu sehen. Oh, Lobo ist noch da. Hey, Lobo. Wie ich sehe, geht es mit voran? Ja, die anderen beiden mussten nach ihren Häusern gucken. Anscheinend haben die Müllsucher wieder eine Sprengung vermasselt. Was für Idioten. Aber die Upside ist doch, dass ein Platz in der Schlange frei geworden ist. Dann könnte ich doch... Vergiss es. Aber warum bist du nicht nach deinem Haus sehen? Das habe ich doch... Selten so dämliche Hüte gesehen. Tja, Wie ich sehe, geht es voran. Ja. Aber dann könnt... Okay, das können wir schon. Na, was ist denn das? Doch nicht etwa ein super cooles Objet, das viel wertvoller ist als alle Wartenummern zusammen? Vergiss es. Diese Trottel würden eine gute Gelegenheit nicht einmal erkennen,
wenn sie aus einem Sack spränge und sich in ihrem Gesicht festkrallte. Hm. Und dann also zurück zum Dorfkern. Wir müssen noch eine Option finden, wie wir den anderen dort weglocken. Den Logo hieß der, glaube ich. Lobo mit B. Lobo. Könnte das sein Haus sein? Tja, ich guck mal kurz bei Toni nach, wie es der so geht. Ach, die entspannt sich noch. Okay. Die scheint sehr am Meditieren zu sein. Ah, der Sprengplan. Na, dann kümmern wir uns mal weiterhin um den Plan für die Sprengung. Achso, ja, das ist da oben. Tja, irgendwas haben wir noch falsch gemacht. Nein, nichts zu der Ex-Frau hin. Nichts zu Tonis Laden. Hier hoch. Na, hier ins Eck. Ist immer ein bisschen kompliziert, hier ums Eck zu gehen. Ist nicht eindeutig sichtbar. So, schauen wir mal auf den Sprengplan. So, nein, das kann da oben bleiben. Das brauchen wir da. Das vielleicht hier unten hin. Ach, muss ich das verrücken oder was? Sprengplan. So. Ach, komm schon. Da soll das hin. So. Tu das mal dorthin. Das mal dorthin. Und das mal dorthin. So, und jetzt mal springen. Das könnte hinhauen. Vielleicht ist das die Lösung. Na, Krams, da oben die zwei und da unten das eine. Okay, schauen wir mal nach, wie es mit dem Sitzen im Rathaus aussieht. Sind jetzt alle weg? Oh nein, er ist noch da. Lobo ist noch vor Ort. Den müssen wir also noch loswerden. Wie werden wir den lieben Logo los? Das scheint doch sein Haus zu sein dort. Das Ding ist das direkt neben dem Rathaus. Hier. Tja, hat jemand eine Idee? Sprengplan. Ja, gut. So, du da oben hin. Du da oben hin. Das ist schon richtig so. Und das dann vielleicht macht es hier irgendwie Sinn. Hier vielleicht. Na dann springt mal. Wir versuchen hier heute mal ein bisschen. Da wird hier rumgerumpelt und rumgesprengt. Die beiden oben scheinen schon richtig zu sein. Da fehlt mir jetzt noch der Lobo. Wo wohnt der denn? Wie werden wir den denn los? Lobo. Was machst du noch hier? Tauschen? Ich habe einen Sechser-Pasch. Aha. Und das heißt? Der Nächste muss eine Runde aussetzen? Ja. Verdammt.
Wer ist denn eigentlich der Typ dort, der sich da links versteckt? Na, mit dem kann ich nicht reden. Tja. Lotti, kann ich jetzt vor? Lass sehen. Oh, das dauert wohl noch. Mist, ich muss irgendwie diese Besetzungscouch für verrückte Hutmacher entrümpeln. Tja, tja. Werden wir den Lobo hier los? Werden wir den nur los? Dann als nächstes den Wenzel. Drei Magneten haben wir hier. Vielleicht einen hierhin. Einen dorthin. Ich kann hier nur alles ausversuchen und alles testen. Oha, vielleicht klappt es irgendwann. Achtung, Sprengung. Ja. Was leuchtet jetzt die beiden da oben und das Haus dort neben dem Rathaus? Ja, hier ist heute ziemlich viel Trara. Eigentlich ist das dort sein Haus. Das ist Lobos Haus. Das hier. Links neben dem Rathaus, aber gut. Der alte Lobo ist immer noch da. Juckt's dich gar nicht, dass der Alarm bei deinem Haus rumspukt? Wie ich sehe, geht es voran. Ja, die anderen beiden mussten nach ihren Häusern gucken. Anscheinend haben die Müllsucher wieder eine Sprengung vermasselt. Was für Idioten. Aber die Upside ist doch, dass ein Platz in der Schlange frei geworden ist. Dann könnt ihr nicht... Vergiss. Zwei sind schon weg. Einer fehlt noch. Dann versuche ich einfach mal hierhin. Ist zwar ein bisschen abwegig, aber warum nicht? Ach so, ja. So, du hierhin, du dorthin und du dahin. So können wir es doch mal versuchen. Kling, kling, kling. Und schon wieder wird gesprengt. Ja, langsam wird's lästig. Okay, jetzt der Wasserturm angegriffen. Muss bei Wenzel doch irgendwelche Auswirkungen haben, oder? Können wir da zum Wasserturm? Oh, da oben sind wir. Hahn des Wassertanks. Okay. Da passiert offensichtlich was. Aha, dreckiges Wasser in Wenzels Haus. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist, wo übe ich denn jetzt Friemspucken? Was auch. Da oben ist ein Dart, ein ähnliches Symbol auf dem Wasserturm. Wenzel hat eine Schutzklappe auf dieser Egoist, wo übe ich... Tja, okay, das Rohr. Ich brauche kein Zieltraining mehr. Holla. Das hat sehr viel gebracht. Die Alarmanlage ist ein bisschen schrill. Und jetzt gegenhauen während des... ja. Gut. So viel dazu. Dann vielleicht mal gucken, was das beim Wenzel jetzt ausgelöst hat. Dann war ein bisschen was durch die Sprengung vielleicht verursacht am Wasserturm.
und durch die kleine Nachhilfe hier. Ja, das Lärmen ist ein bisschen nervig. Wenn es ist, ob's läuft hier noch alles? Oh, Ruhe. Hey, Wenzel, was gibt es? Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Eine Wasserader. Bis später. Genau. Vielleicht können wir ihm ja eine Wasserader in den Keller zaubern. Das Rohr. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Dein Orientierungssinn trügt dich. Ich bin bereit. Haben wir irgendwas mit dabei? Dieses Schild hat mehr Beachtung verdient. Und sie trinkt Bier. Okay, Schwamm hätten wir, eine Wartenummer und ein Dartpfeil und ein Schild. Dieses Schild hat mehr Beachtung. Ich meine, die Werbung versucht mich mit sublimen Botschaften dazu zu bringen, diesen Gegenstand mit ihr zu benutzen. Muss widerstehen. Okay. Die Werbung versucht mich mit sublimen Botschaften. Ja. Das hier kombinieren mit dem das hier. Das muss nicht gewartet werden. Ganz meine Meinung. Schwamm drüber. Ja, vielleicht Schwamm mal hier das drüber. Das muss nicht gewartet werden. Okay. Dann bei Wenn.